Ich stehe hier mit Lia Steiger von Vivo Barefoot. Sie ist verantwortlich für Kundenbetreuung im Affiliate-Bereich und Marketingtexte. Wir genießen hier heute Morgen die Sonne, weil es in der Halle 5.1 ein bisschen laut ist. Lilia, was bietet ihr an eurem Stand für Produkte an? Wir haben Barfußschuhe und zwar haben wir die Original-Barfußschuhe. Wir haben nämlich seit 2003 die Schuhe mit der patentierten Barfußsohle und ich habe hier gleich ein paar mitgebracht. Das sind nämlich zum einen wirklich Laufschuhe, Sportschuhe und das Besondere ist eben, dass die Sohle nur 3 mm dünn ist. Also man sieht es hier nicht, aber sie ist wirklich 3 mm dünn. Die Schuhe sind super flexibel, super leicht und die Idee ist eben, dass man laufen kann wie barfuß, weil das eben das natürlichste und gesündeste ist für die Füße und weil auch gerade im Bereich also Laufen und Running der Trend dahin geht, dass man komplett auf gedämpfte und gepolsterte Schuhe verzichtet, sondern immer mehr eben natürlich läuft wie barfuß. Und da bieten wir eben verschiedene Modelle an. Wir haben jetzt für die Messe dieses brandneue Modell auch mitgebracht, das ist der Trail Freak. Das ist ein Modell mit einer speziellen Sohle, noch mit einer Profilsohle. Das heißt, sie hat neben den 2,5 mm Barfußsohle auch diese 4,5 mm Noppen, dass man so richtig ins Gelände kann, in den Wald klettern. Und der Schuh hat hier auch diesen Zug, dass man ihn wirklich super anpassen kann. Sehr anschmiegsames, weiches Airmesh-Obermaterial und trotzdem eben sehr leicht und flexibel. Also so viel barfuß wie möglich, dass man gleichzeitig auch wirklich Grip und Schutz hat. Und wie ist die Resonanz bei euch am Stand? Sie ist sehr positiv. Also zum einen, wir sind ja in der Convention Hall in der 5.1. Da ist halt immer Action, da ist immer was los. Deswegen ist es jetzt gerade auch wieder sehr laut. Da wird getanzt und gemacht. Und auch die ganzen Tänzer und Sportler schauen halt vorbei, weil sie auch immer auf der Suche sind nach einem sehr guten Schuh, nach einem leichten Schuh. Und unsere Schuhe bieten eben genau das. Deswegen sind wir eigentlich recht zufrieden. Nur, dass vielleicht nicht alle uns dort erwarten. Weil es gibt ja noch eine andere Halle, wo jetzt gezielt auch mehr Sportschuhe, Sportbekleidung angeboten wird. Deswegen könnte es noch mehr sein, aber da wir das erste Mal auf der FIBO sind, sind wir eigentlich recht zufrieden und werden vielleicht dann nächstes Jahr woanders platziert sein. Und wie geht es bei euch in Zukunft weiter? Also bei uns steht dieses Jahr natürlich wie immer noch viel an. Wir haben jetzt erst am 28. März unseren dritten deutschlandweiten Concept Store eröffnet und zwar in Biberach an der Riß. Und die bisherigen Concept Stores in Freiburg und in Berlin, die laufen halt super erfolgreich und wir sind auch auf der Suche nach weiteren Standorten eben für die exklusiven Vivo Barefoot Stores und wir sind nach wie vor immer deutschlandweit auf Messen vertreten und also es geht in allen Bereichen sehr gut voran und wir sind auch sehr zuversichtlich und zufrieden.